Hallihallo und willkommen zurück hier zu Autonauts vs. Pirate Bots. Lang ist's her, dass ich eine Aufnahme gemacht habe. Das liegt ein bisschen daran, dass ich einfach keine Zeit gefunden habe. So viel Kram kam dazwischen. Und ja, jetzt habe ich halt hier wieder mal neu angefangen und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Ich muss mich auch erstmal wieder zurechtfinden. Ich habe natürlich auch nichts von dem gemacht, wovon ich das letzte Mal gesprochen habe, dass ich hier das zusammenziehen möchte, dass ich irgendwas offscreen fertig mache. Ich habe das letzte Video, das müsste jetzt gerade vor kurzem online gekommen sein, das war noch aus der letzten Aufnahmesession und da habe ich nur mal so ein bisschen reingeskippt. Wir haben das letzte Mal auf jeden Fall hier das Catering für das Hotel gemacht und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was wir noch machen müssen. Wir haben hier einen Bautrupp zusammengestellt schon, das haben wir das letzte Mal noch gemacht. Die haben uns denn das hier gebaut. Was ja gut ist. Wir haben hier das Tor und so weiter. Aber ich ein Tor habe ich noch gar nicht. Ne? Nichtsdestotrotz, das ist alles voll. Weiß ich gerade nicht so richtig, was wir machen müssen. Wir gucken mal. Wir haben bestimmt irgendwo eine Aufgabe, oder? Inventar. Okay. Das sind die Tutorials, Missionen. Haben wir alles gemacht? Okay. Hier sind wir auch fertig. Ja. Genau, hier haben wir den letzten Typen erledigt. Ich glaube, jetzt geht's los, dass wir weiter erinnern. Rückeroberung, genau. Außenposten zurückerobern 3. Verteidige. Überfälle zurückschlagen. Oh, das wird übel. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich regelmäßig Besuch von Pirate Bots. Schützen und überleben. Errichte Verteidigungsturm. Oh, es gibt sogar Türme. Turm besetzt. Oh wei. Da kommt ja einer auf uns zu. Okay. Kann ich denn den hier... Hier, den würde ich gerne... anpinnen. So. Das sind die hier. Dann haben wir hier noch. Rückeroberung. Ah, das sind meine Schilder. Ach, hier habe ich Schilder. Das wusste ich gar nicht. So, Angriff und Bären. Bärenkatapult. Gut. Hier haben wir den Angriffsbefehl. Okay. Wie haben wir denn das gemacht? Moment, wir haben hier einen... Was bist du? Bist ein Söldner, ne? Du gehörst aber noch nicht zu den... Genau, du gehörst noch nicht zu den... Fuß 06 gehört noch nicht zu den Soldaten. Nee, die Armee. Also falls irgendjemand einen Tipp hat, ich hatte ja einige Tipps unter den letzten Videos, wie ich schnell... hier Roboter in Teams schieben kann, weil ich muss jetzt die immer in per Drag and Drop irgendwie schieben und es gibt bestimmt einen schnelleren Weg. Also gern an mich. Wo ist denn hier... Achso, der andere Fuß, Fuß 7 ist sicherlich... Wo ist er hin? Nevermind. Fuß 7 ist sicherlich der nächste, der gebaut wurde hier oben. Okay, auch das automatische Programmieren muss ich mir nochmal ausdenken. Ich muss bloß erstmal wieder reinkommen. So, also wir haben hier diese Armee. Dann haben wir also Rückeroberung. Kann ich? Warte mal, folgen die mir automatisch? Ich muss sie ja irgendwo hinschieben, ne? Ich kann die ja hier einfach stehen lassen. Ich muss sie hier nur das. Ich muss mir, glaube ich, die Videos nochmal angucken. Bewegen sie sich automatisch hin, wenn ich sie jetzt hinschiebe? Nee. Die greift da nur an. Okay. Alright. Ich muss mir. Lustigerweise muss ich mir echt mein letztes Video nochmal angucken.
So. Und nochmal gucken, wie ich das schnell mache. Es ging ja schnell irgendwie. Schnell Angriff und so weiter. Ich habe es schon völlig vergessen. So, ich gucke jetzt einfach mal hier, habe ich eigentlich hier mittlerweile den Roller? Ja, habe ich auch. Ich gucke mich einfach mal um. Oh oh. Zone 1, Operation gemäßigt. Ahoi Fleischklops, ich bin Longbot Silver, sehr schön. Also wer weiß, woher Long oder was für eine Anspielung Longbot Silver ist und mir das in die Kommentare schreibt als erster, kriegt von mir ein Kaffee-Emote. Erster Mart des schrecklichen Robot-Piraten, du bist hier in meinem Land. Ich denke, ich werde mich revanchieren und ebenfalls eine Begrüßungsdelegation entsenden. Wait, what? What? Okay. Neue Mission aus dem Autonauts Hauptquartier. Werden zu besseren Übersicht vorgemerkt. Ja, okay, danke. Die Schrift ist mir einfach zu groß. Ich habe super Schwierigkeiten, das zu lesen. Wenn du wissen möchtest, wo sich die Außenposten befinden, drücke in die jeweilige Mission auf die Auge-Taste. Okay. Aber warte mal. Verteidigungsmission Holzlager? Und dann Schilber Fadenwerk. Ui. Okay. Es wurde auch ein paar Mal gesagt jetzt in den Kommentaren, dass ich ein bisschen langsamer reden soll. Ja, da bin ich dabei. Nee, dass ich auch ein bisschen weiter rauszoomen soll. Das stimmt schon. Ich habe es ja auch selbst schon ein paar Mal gesagt. Hallo, ich bin raus. Tschüss. Ich zoome nur gerne rein, um Details zu sehen. So, hier haben wir 4, die kriegen wir aber besiegt. Schwierig. Ich glaube, ich brauche noch eine größere Armee. So, hatte ich die Fußsoldaten alle anders links geköpft, ne? Ich bin mir, ey. Banner, Angriff. Autonauts-Analyse. Z. So, was haben wir denn hier? Wird einige schief gehen jetzt, muss ich sagen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, zeig mir mal dein Skript. Wiederholen endlos. Nächster Fundort für Piratenroboter. Ziel verfolgen. Bis nicht mehr verfolgt wird. Kein Gegenstand verwenden. Okay. Und das ist dann... Alright, okay. So, Fuß 6 hat den auch schon, ja? Okay, ich hätte gerne noch einen Fußsoldat. Hier. Fußsoldat. Was? Ist das keins, der? Ist das ein Ordner? Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich probier's einfach nochmal. Moment, Fußsoldat hier, so. Gerne hochladen. Wait.
Eieieiei. Es ging offensichtlich irgendwie anders. So, hier. So. Das geht nicht. Muss ich den dann... Wie habe ich denn das hinzugefügt? Bin ich denn doof? Soldier 1. Steuerung linksklick, vorne rüber kopieren, Steuerung rechtsklick, oh, okay. Nimm dies. Hat's funktioniert? Ja. Sieht so aus. Das hat nicht funktioniert. Okay. Aber so müsste das alles funktionieren. Okay. So, dann kommst du noch wieder in die. Wo waren wir denn? Das ist einfach namenlose Soldaten. Ja. Fuß 7. Ich finde gut, dass die Fuß heißen. Ab in die Armee. Du bist rekrutiert. So. Das ging auch irgendwie schneller. Ich weiß nicht mehr wie, aber es ging schneller. Warum willst du nicht? Nein. Verdammt. Irgendwas ist falsch. Eieiei. Sieht nicht gut aus? Ich hätte ihn auch geschwert schnappen. Uiuiui, das sieht richtig gut aus. Piratenroboter Plünderer liegen an. Was? Sieh an, du Lüder Fleischklumpen. warst ja richtig fleißig. Das sollten wir doch feiern. Was dagegen, wenn wir uns selbst einladen? Ja? Mach dich auf den Endkampf gefasst, denn meine ruppigen Roboter, die Seeräuber sind da, bei dir. Oh nein, jetzt geht's los. Der schreckliche Robopirat scheint dich jetzt erst bemerkt, jetzt erst wahrzunehmen, jetzt erst ernst zu nehmen. Piratenroboterplünderer werden regelmäßig versuchen, Teile deiner Basis anzugreifen. Du kannst Verteidigungsroboter einsetzen, um deine Bauwerke zu schützen. Doch wäre es vielleicht besser, Verteidigungsmauern und Türme zu erforschen und zu bauen. Wenn dir alles so viel wird, kannst du durch Druck auf diese Schaltfläche einen Waffenstillstand ausrufen. Die Piratenroboter greifen dann nicht an, solange du sie auch nicht angreifst. Was meinst du denn?
bin gerade wirklich ein bisschen überfordert. Okay, holen wir dich erstmal zurück. So. Piratenroboter entfernt. Okay, cool. Entfernen. Entferne Piratenroboter. Okay. So, also Waffenstillstand. Kommt ihr zurück? Ihr kommt zurück. Okay. Ich muss mir dringend das letzte Video nochmal angucken von mir. Eieiei. So, also erforschen. Ich hätte gerne mal eine Pause-Taste. Das wäre schön, um ehrlich zu sein. Einfach mal kurz Pause machen. Eine Bestandteile sind noch gesperrt. Ja, okay. Aber wie schalte ich die dann noch gleich frei? Hier. Stroh. Getreide. Gutes Brot. Ware kaufen. Nee, das will ich nicht. Das ist mein Sparschwein. Kann ich Fußsoldaten bauen? Maximale Anzahl. Oh, hier. Okay. Kaserne. Forschungszentrum für Verteidigung. Das haben wir schon gebaut. Das steht ja hier. Waffenschmiede. Aber was ist denn das? Warte mal. Also, das sieht ja aus wie. Weil jetzt hast du verschiedene Roboter hier. Das sieht aus wie ein Wachturm. Verteidigung, Forschung, Basis. Okay, ja dann. Mach das mal. 8 Bitpunkte. Achso, ja stimmt, diese Bitpunkte brauche ich dafür auch. Wo kriege ich denn die her? Noch gleich. Piratenroboter der Außenposten, Stärke der Außenposten 1. 0. Diese Bitpunkte lagen doch hier immer irgendwo rum. Hier ist ein einfaches Schwert. Wo kommt denn das her? Ah, da kriege ich die Punkte her. Okay. Jeder Außenposten, den du in einer Zone zurückeroberst, reduziert die Bosskraft des dort herrschenden besten Mats. Okay. Verstehe. Hier. Kommt ihr jetzt? Ich verstehe nicht, warum die nicht angreifen. Weil es schon ein anderer ist, ne? Das ist kein Roboter mehr. Was ist passiert? Schafft ihr. Macht ihr. Bitte. Ihr seid zu zweit. Ihr werdet es doch geschafft. Nice. Ja. So, jetzt hätte ich gerne zurück. Z. Das, so. So, also bitte nicht zu viel facepalmen. Ich weiß. Ich könnte das alles besser machen. Alter! Ist das laut? Hab ich mich verjagt gerade? Wo greifen sie denn an? Excuse me? Angriff auf das Goldlager steht unmittelbar bevor. Okay. Warte. Goldlager ist hier unten, ne? So. So, jetzt habe ich allerdings die Frage, warum
Das ist das Goldlager hier, oder? Sparschwein. Oder? Oder? Heiliger Bimbam. Piratenroboter identifiziert. Diese einfache Wanne, das Bauwerk einzureißen. Okay. Geschwindigkeit 4. Ich muss den jetzt doch. Was mich gerade hart nervt. Ja, nerv mich nicht. So. Das ist doch richtig. Warte mal, der war einfach nicht angeschaltet, kann das sein? Ja. Okay, okay, klar, komm. Du seid zu viert, der schafft ja locker. Ah, easy. Okay, okay, die waren noch nicht angeschaltet, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich habe hier irgendwie einen Fehler gemacht. Ich steige über von den Piratenroboter zurück. Nice. Nice, hey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir forschen jetzt hier schon mal. Das ist sehr wichtig. Wichtig und richtig. Gute Arbeit. Piratenroboterplünderung abgewehrt. So, wo kann ich denn hier einen Waffenstillstand dann aus? Mach mal hier Waffenstillstand vereinbart. Okay, danke. Ich brauche kurz einen Moment. Gib mir einen Moment. Wie sieht's mit der Forschung aus? Ist erforscht, okay. Ich wüsste gern, was das ist. Das sieht aus wie ein Turm, gell? Das sind andere Roboter. Ich fange einfach links an. So. Habe ich jetzt hier ein neues Gebäude? Habe ich. Radareinheit. Zeigt an, wo auf der Welt sich Piratenroboter befinden. Okay. Interesting. Und was haben wir hier? Spanischer Reiter. Eine einfache Verteidigungsbarriere. Nett. Kontrollpunkt-Tor. Ein Area-Verteidigungstor. Okay, okay, okay. So, wieder ein Stammfestigungsstift. Brett und Stein. Okay, wir brauchen also zwei neue Bautroboter. Für Stein und Befestigungsstifte. Ja. Wie? Ich guck gerade mal, wie das aussieht hier. Aha. Aha. Muss ich mir noch über Basenbau Gedanken machen. Heiliger, ich wollte das ja so. So, haben wir, wie sieht's aus? Jetzt mache ich Pioniere. Und mir fehlen 700. Okay, ich muss jetzt also wieder Roboterpunkte überfallen. Da haben wir den Playloop. Ich muss jetzt Punkte überfallen. Okay, also. Wir nennen dich erst einmal Bauarbeiter Stifte. So, dann. Hier ist der Soldier. Hier ist die Soldier-Kopie. Okay. Stammträger. So, warte mal. Dann war das doch hier. Runterladen. So. So. Und dann. Oh, wait. Okay. Stifte.
Alles ablegen und starten. So. Genau, so. Und der Bauarbeiter Stifte kommt in das Bauteam. Haben wir nicht mehr irgendwo Bauteam hier? Farmer, Bautrupp, Dame. So. Und dann hier schon den nächsten Bauarbeiter Stein. Warum habe ich das hier eigentlich? Kann ich einfach alles löschen, theoretisch? Ja, kann ich eigentlich alles löschen? Weil... weil ich brauche ja nur eins und ändere das dann ja immer wieder ab. Weil ich lade das einfach herunter. Und ändere das dann ab. So, wo haben wir die Steine? Nee, hier. Oh, Steine werde ich auf jeden Fall jetzt vergrößern dann. Ja. Von der Gruppe. Okay. So. Denn. Kann ich das auch irgendwie ändern? Kann ich nicht, ne? Ich muss wirklich. Muss es in der Hand halten, um es zu ändern. Bisschen schade. Kann man bestimmt auch irgendwie anmachen. So. So. Ich hätte jetzt nämlich hier gerne noch eine Kiste. Da. Kann er noch eins aufnehmen? Rett und Fahrt. Das geht sehr schnell. Perfekt. Ah, ich lieb's. So. Bauarbeiter sind schon was Gutes. Er hat schon eine gute Sache. So, jetzt kann man hier Z nochmal drücken. Ich denke, ich werde das hier auch einfach vergrößern. Jetzt, wo ich eh die Möglichkeit habe. Wo ich schon dabei bin. So. Die finden jetzt wieder ihren Bauplan und bam. Perfekt. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Bauarbeiterpunkt war super. Ich brauche auf jeden Fall dann halt noch eine Reparatur-Kit-Trupp, wenn man so möchte. Aber da muss ich jetzt die Reparatur-Kits erforschen. So, ich glaube, ich brauche nochmal einen neuen Soldaten. Hey Fusi, so. Ja, bei den Soldier. Fusi mit Programm verbinden. Ja, perfekt. So, und Fusi. Ja, hier wirklich, den würde ich sehr gerne in die Armee stecken. So. Oder? Und Fusi muss natürlich auch eingestellt werden. Anders als im richtigen Leben muss ich hier gerade keinen Strom sparen, glücklicherweise. So. Also das hat funktioniert. Ich würde jetzt, ich überlege gerade, wo ich jetzt quasi die Mauer baue. Ich bin hier ja relativ gut am Strand. Die Mauer wird mir ganz schön noch den Hintern versohlen, weil das ganz schön teuer wird. Aber so, dann haben wir hier wenigstens was zu tun. Wenn die mit dem Stein... Ich muss gucken, ob wir mit dem Stein hinterherkommen. Ansonsten müssten wir noch einen zweiten Steinmetz und einen zweiten Steinträger holen, machen. Ich glaube, einen zweiten Steinmetz wäre nicht schlecht, ne? Ein bisschen war. Steinmetz. So. Und ich würde gerne das hier kopieren.
Steinmetz-Kopie. Perfekt. So. Boah, das liebe ich ja, ne? Das ist echt super. So. Steinmetz 2. So. Lad ihn herunter. So. Also ich kann ihn entweder mit dem Programm verknüpfen, das heißt, alles, was ich an dem Programm ändere, wird dann auch auf alle verknüpften Roboter übernommen. Oder ich kopiere das quasi und dann kann ich es da innerhalb des Roboters nochmal verändern, was halt ganz gut ist. So, jetzt haben wir hier zwei. Weil die zwei reichen, weil der ist so schnell, der schafft es ja locker, ne, der macht sich gar nicht die Hände voll. Und wir brauchen jetzt mehr Steine, ganz offensichtlich. Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache, weil jetzt kommen sie sich ein bisschen voran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das liebe ich wirklich, muss ich sagen, hier, was das mit diesem, mit der Datenbank angeht. So, also er kam ja von hier. Ich hoffe mal, die kommen immer von hier. Dann könnte ich hier wirklich eine Art Mauer hier jetzt mal so rumbauen. Das wäre doch mal ein... Wei, wei, wei. So, bauen wir mal eine Mauer. Was ist hier noch? Radareinheit. Zeigt an, wo auf der Welt sich Porto oder. Kastenrahmen und quadratische Rahmen. Das habe ich noch gar nicht. Okay. Das kommt dann als nächstes. Aber erstmal dann hier. Ja. So. Das Tor bauen wir dann hier hin. Wie sieht das Tor aus? Ah, okay. Ja. So? Oder so? Wieso, ne? Die Schranke nach außen quasi. Nee, aber so ist ja Blödsinn. Nee, so, so. Wie sieht das aus? So. Oh nee, das wollte ich nicht. Ah. Aber es geht echt groß, muss ich sagen. Das ist schon mal ganz gut. So. Kann ich das noch ein bisschen länger ziehen? Frag schon Freund? Nö. Okay. So, dann baue ich noch einen Stein. Ah ne, Stein hatte ich ja schon gemacht. Blödsinn. So, dann haben wir das hier. Muss das? Ich bin nicht sicher. So? So? Ich bin nicht sicher. Ich glaube so. Manchmal würde ich gerne die Karte, die Dings drehen, aber... So. Fangen wir erstmal. Das ist erstmal genug zu tun hier. So, das ist aber schön. Jetzt kann das hier halt nebenbei bauen. Wir machen das schon. Ich befürchte halt, das ist nicht groß genug, ne? Für alles, was ich hier jetzt bauen muss. Ich meine, das Hotel ist jetzt hier knapp eingeschlossen. Aber ich muss jetzt demnächst wieder Roboter angreifen, weil ich wieder Punkte zum Forschen brauche. Und dann muss ich es halt später erweitern. Ist ja nicht so wild. So, jetzt mal gucken, wie lange würde ich denn später mal aufnehmen? Oh, 35 Minuten, schon wieder überzogen. Der Klassiker. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier in der Endcard nochmal einen Link zu einer Playlist. Ich weiß noch nicht welche. Ich glaube, Wandering Village werde ich auswählen. Und zu einem Video, das euch YouTuber ausgesucht hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns und bis dann. Tschüss.